versteht und auch gern auf Wolken steht. Das ist Marina, Checkerin Marina. Hey Leute, guck mal, wie krass hoch ich springen kann. Mega, oder? Ey, du musst doch mitgehen mit der Kamera, sonst sieht man das doch gar nicht. Nochmal. So. Und so. Ich liebe einfach springen, aber es ist auch richtig anstrengend. Muss mich kurz ausruhen. Ganz kurz. Kurz ausruhen. Ey! Was soll das? Jetzt kriegst du zurück. Springen ist für mich ein Gefühl von Freiheit. Für einen ganz kleinen Moment verlässt man den Boden und kann fliegen. Das geht natürlich am besten auf einem Trampolin, funktioniert aber auch auf dem Boden. Manchmal springe ich auch im Alltag, zum Beispiel wenn ich es richtig eilig habe. Als kleine Kinder beginnen wir erstmal zu hüpfen. Das ist eine der Grundbewegungen, wie Laufen lernen. Aus kleinen Hüpfern entwickeln wir dann gezielte und kraftvolle Sprünge. Die braucht man vor allem beim Sport, zum Beispiel im Handball, im Weitsprung oder auch im Fußball. Und auch beim Ballett gibt es richtig krasse Sprünge. In einer Trampolinhalle checke ich heute, welche Kraft wir beim Springen aufbringen müssen. Was Springen mit Mut zu tun hat, erfahre ich beim Wasserspringen. Profis machen solche Sprünge vom Sprungturm. Ich teste das lieber erstmal vom Beckenrand. Und zum Schluss lerne ich noch diese Sportdisziplin hier kennen. Und ich sag's euch, das macht richtig viel Spaß. Vor allem zusammen. Okay, Leute, seid ihr bereit? Dann kommt hier in 3, 2, 1 der Sprungcheck. Und jetzt die Checkerfragen. Da sind sie. Was ist Sprungkraft? Wie springt man einen Salto ins Wasser? Und was ist Double Dutch? Das check ich für euch. Los geht's in einer Trampolinhalle in München. Hier treffe ich Arvid. Er ist Sportwissenschaftler und kann super gut Trampolin springen. Schaut euch das mal an. Bei mir sieht das nicht ganz so elegant aus, aber ich springe mich ja auch erst warm. Oh. 1, 2, 3! Hallo! Ups. Hi Arvid. Hi Marina. Sehr schön, dich kennenzulernen. Ja, freut mich. Du bist cool gesprungen. Wie lange machst du das schon? Oh, ich habe mit 6 Jahren angefangen. Vielleicht sogar 5 Jahre. Ich war also noch ganz klein. Oh, okay. Also schon sehr, sehr lange. Was macht unser Körper eigentlich überhaupt beim Springen? Naja, wie du merkst, wir sind voll außer Atem. Das heißt, wir müssen eigentlich alles irgendwie anspannen und müssen uns festmachen. Aber vorrangig arbeiten unsere Beine natürlich. Aha. Und zwar alles an den Beinen, nicht nur die Knie, sondern auch die Füße. Sonst kommen wir nicht vom Boden weg. Aber du kannst ja mal probieren, wenn du willst, einfach mal nur die Knie ganz fest zu machen und mal nur mit den Füßen zu springen. Okay. 1, 2, 3. Ist eher so ein Pinguin. Ja. Und wenn wir jetzt aber höher springen wollen, also eher so den Hasen machen wollen, dann brauchen wir halt noch die Knie. Ja. Und mit den Knien können wir die Beine beugen. Das stimmt. Und wenn wir die Beine noch beugen und jetzt mit den Füßen und mit den Knien rausspringen, dann kommen wir schon deutlich höher. Pass auf. Zack. Ja, ein Riesenunterschied. Okay, Beine und die Füße aber auch gleichzeitig mitbenutzen, ne? Genau, gleichzeitig. Und 1, 2. Ja, das macht doch einen Riesenunterschied. Wahnsinn, viel höher als nur mit den Füßen. Trotzdem sind unsere Füße beim Springen super wichtig, denn da sitzt unser Sprunggelenk. Das nutzen wir zum Abspringen. Neben unseren Knien beugen wir beim Sprung aber auch unsere Hüfte und spannen unseren Bauch und Po an. Und wenn wir dann noch mit den Armen Schwung holen, springen wir am höchsten. Denn durch den Schwung unserer Arme wird noch mehr Kraft nach oben geleitet. Also da, wo wir hinspringen wollen. Und damit wir jetzt springen können, das heißt alle unsere Gelenke, erstmal beugen und dann wieder strecken. Mhm. Dafür brauchen wir Kraft. Und genau das nennen wir dann Sprungkraft. Sprungkraft? Genau. Aha, Checkerfrage. Was ist Sprungkraft? Sprungkraft ist genau die Kraft, die wir in unseren Beinen haben, dass wir uns so schnell wie möglich nach oben katapultieren können, dass wir von der Erde abheben oder hier vom Boden, von der Matte, vom Trampolin, egal wo. Sprungkraft hat auch etwas mit Schnelligkeit zu tun.
Ja, weil versuch doch mal langsam zu springen. Wie langsam zu springen? Wir machen das Ganze mal in Zeitlupe und gucken, was passiert, okay? Das geht nicht. Lass es uns probieren. Okay. Schwung holen, beugen. Jetzt langsam abspringen, nach oben. Ist bei dir was passiert? Nee, ich bin auch nicht vom Boden weggekommen. Es geht nicht. Und wenn wir das jetzt aber so schnell wie möglich machen, ja, dann heben wir wieder ab. Sollen wir nochmal? Ja, richtig schnell. Achtung. Eins, zwei, drei. Warum meinst du denn, ist es so wichtig, dass man das alles so schnell wie möglich macht? Naja, du weißt ja, wenn wir einen Apfel nehmen und den loslassen, dann fällt er nach unten, weil die Erde hat eine Anziehungskraft. Ja, der fällt immer nach unten. Der fällt immer nach unten. Ja. Wir stehen auf unseren Füßen und die Erde hält uns immer auf dem Boden. Ja. Und wenn wir jetzt springen wollen, dann müssen wir stärker sein als die Erdanziehungskraft. Ach krass, sonst heben wir nicht ab. Das heißt, Sprungkraft ist eine Kraft, die wir mit Hilfe unserer Muskeln in den Beinen und Füßen erzeugen. Um Sprungkraft zu erzeugen, müssen wir unsere Beine schnell strecken, damit wir abspringen und für einen kurzen Moment die Erdanziehungskraft überwinden können. Dann gehen wir aufs Große. Jetzt schauen wir uns nochmal an, warum wir auf dem Trampolin so viel höher springen können als auf dem Boden. Das liegt an den vielen Federn vom Trampolin. Sie ziehen sich auseinander und wieder zusammen. Beim Zusammenziehen entsteht dann die sogenannte Federkraft. Die Federn unterstützen uns dabei, dass wir noch höher kommen. Den Job, den jetzt zusätzlich die Federn übernehmen, müssen unsere Beine und Muskeln auf dem Boden alleine erledigen. Könnte man dann eigentlich sagen, dass diese über 100 Federn ein bisschen so sind wie ganz viele kleine Knie? Ja, wie die Muskeln und die Knie, die wir unten an den Beinen haben, die sich lang machen und schnell wieder zusammenziehen. Ich würde jetzt so richtig gerne noch einen mega coolen Trick lernen, bei dem man besonders viel Sprungkraft braucht. Hast du da einen? Na, da würde ich sagen, machen wir doch die Schildkröte. Die Schildkröte? Da muss man richtig hoch anfangen und je höher man anfängt und springt, desto häufiger kann sich die Schildkröte im Kreis drehen. Ich will das sehen. Zeigst du mir das? Sehr gerne. Okay. Zuerst muss Arvid mit ganz viel Sprungkraft möglichst hoch springen. So bekommt er genug Schwung und kann vom Sitzen in die Bauchlage springen. Von dort aus dreht er sich dann wie eine Schildkröte in der Luft. In der Bauchlage sollte man die Hände nur ablegen und sich auf keinen Fall damit abstützen, um dann mit Spannung in den Armen in die Drehung zu gehen. Also ich wische das Trampolin sozusagen so zur Seite weg und dadurch komme ich dann in die Drehung. Genau. Erst Po, Bauch und drin! Hier nochmal in langsam. Also zuerst auf dem Po landen, dann in die Bauchlage und drehen. Ah, klappt doch schon ganz gut. Ganze Schildkröte, oder? Ja, mega, ganz rum. Schildkröte. Richtig gut. Ja. Super. Oh, das hat richtig Bock gemacht. Mega, hast du super gemacht gerade. Danke. Vielen Dank, dass du mir das alles gezeigt hast. Gerne, mir hat's auch Spaß gemacht. Cool. Sprungkraft erzeugen wir vor allem mit unseren Bein- und Fußmuskeln. Sie entsteht, wenn wir uns schnell vom Boden abdrücken. Gecheckt. Und jetzt eine Frage an euch. Uiuiui. Falscher Knopf. Dieser. Wie hoch kann ein Delfin springen? A. Bis zu 4 Meter. B. Bis zu 7 Meter. Oder C. Bis zu 13 Meter. Checkt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. So Leute, ich habe meine Schwimmtasche dabei. Jetzt geht's nämlich weiter mit Sprüngen und zwar von oben nach unten. Und das geht ja am besten vom Sprungturm. Das hier ist die Olympiaschwimmhalle in München und drinnen bin ich mit Lisa verabredet. Und ich würde sagen, ich gehe mal rein und ziehe mich um. Ah, so geht's schneller. Hat super geklappt, oder? Und da oben ist Lisa auch schon. Sie ist Wasserspringerin und mehrfache deutsche Meisterin. Seit Lisa 5 Jahre alt ist, macht sie diesen Sport. Und das sieht man auch, oder? Hi Lisa! Wow, das war ja ein wahnsinnig beeindruckender Sprung. Wie heißt dieser Sprung? Das war gerade ein Handstand, Salto vorwärts, gehechtet. Handstand, Salto vorwärts, gehechtet. Aus 3 Teilen besteht der Sprung. Genau. Was bedeutet gehechtet? Gehechtet ist die Position, die man in der Luft hat. Also ich habe mich einmal so zusammengeklappt, also halt die Knie gestreckt und die Hüfte gebeugt. Okay,
das heißt gehechtet. Und die Sportart, die du machst, die heißt Wasserspringen, oder? Ja, genau. Also viele nennen es auch Turmspringen, aber Turmspringen ist nur, was ich gerade gemacht habe. Also vom Turm, von der Plattform zu springen. Ah. Aber es gibt noch von den Brettern, die sich eben bewegen, wo man federn kann. Mhm. Das ist Kunstspringen. Das kann man von 1 und von 3. Und Turm ist dann eben 5, 7,5 oder 10 Meter. Turmspringen, Kunstspringen, das gehört alles zu der Sportart Wasserspringen dazu. Genau. Jetzt möchte ich auch unbedingt mal springen. Aber so cool wie bei Lisa sieht es bei mir natürlich nicht aus. Dafür braucht man super viel Übung, Technik und eine ganze Menge Mut. Vor allem, wenn man von weiter oben springt. Hier ist es jetzt schon ganz schön hoch. Mal sehen, ob ich mich vom Fünfer traue. Lisa hat noch einen guten Mutmacherspruch für mich. Wie geht der Spruch nochmal? Ich kann das, ich mach das, ich schaff das. Ich kann das, ich mach das, ich schaff das. Geschafft! Ja! Mut braucht man aber auch für einen Salto. Nächste Checkerfrage. Wie springt man einen Salto ins Wasser? Ich übe jetzt einen Salto gehockt, also mit angezogenen Beinen. Ins Wasser geht's für uns allerdings noch nicht. Man übt die Sachen erstmal an Land vor, da kann man sie langsamer machen und man kann sie aufteilen, dass man erst einen Teil übt und dann den anderen. Und da eben jede Phase so lange üben, bis sie wirklich richtig gut ist, bis man es dann erst im Wasser macht. Dann zeige ich dir die Vorübung für den Salto. Die ist eigentlich ganz einfach, weil beim Salto passiert ja noch nicht so viel. Also wir springen mit Arme oben ab. Also kommt der Absprung, dann kommt die Flugphase mit der Hocke und die Landung mit den Händen hier angeklappt. Dass man sich wieder so festmacht. Ja, dass man wie beim Fußsprung, dass man hier so ins Wasser taucht. Nicht irgendwie die Arme hier, weil dann klatscht. Ah, das tut dann weh? Ja. Okay. Absprung, ja. Der Salto und Eintauchphase. Ablauf war richtig, Rolle war gut. Allerdings, wir wollen es ja möglichst genauso machen, wie wir es im Wasser machen wollen. Mhm. Wir haben die Hand in der Mitte vom Schienbein, weil wenn ich zu weit oben bin, dann kann ich abrutschen und zu weit unten ist auch, das ist eine komische Hocke. Ja. Also ungefähr in der Mitte, natürlich mit beiden Beinen und dann klein machen und wieder lang. Absprung, fassen und springen. Ja, sehr gut. Jetzt können wir ins Wasser gehen. Okay. Die nächste Übung ist eine Rolle ins Wasser. Die Matte legen wir an den Beckenrand, damit ich nicht ausrutsche. Also so einfach eine Rolle ins Wasser? Ja. Aber ich kann ja hier gar nicht die Hände aufstützen. Ach so, natürlich nicht. Wir nehmen die Hände direkt an die Schienbeine und dann bleiben die Hände da dran. Kopf reinstecken, Knie ein bisschen auseinander, dass die Nase Platz hat und reinkullern. Okay. Ich habe gesehen, du hast versucht, dich richtig lang zu machen. Im Wasser ist es natürlich schwierig, aber hat gut funktioniert. Ja? Ja. Wie der Salto vom 1-Meter-Brett aussehen soll, zeigt mir Lisa jetzt. Beim Anlauf ist es wichtig, dass man möglichst weit vorne an der Brettspitze landet. Dort folgt dann der Absprung. Lisa beugt die Knie und springt im richtigen Moment ab. So nimmt sie den Schwung des Brettes mit. In der Flugphase kommt dann der eigentliche Sprung. Hier ein Salto gehechtet. Anschließend geht's in die Landung, die sogenannte Eintauchphase. Den Körper anspannen und gerade wie ein Pfeil ins Wasser tauchen. Jetzt sind wir auf dem 1-Meter-Brett. Gleich kommt mein Salto. Hast du noch ein paar letzte Tipps für mich? Einfach an das denken, was wir gerade bei den Vorübungen gemacht haben. Vor allem, dass du schön klein bist in der Hocke und anfasst. Mhm. Okay, dann los. Jetzt allen Mut zusammennehmen. Schön gehockt, klasse. Es hat so viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit. Kein Problem, mir hat es auch Spaß gemacht. Cool. Für einen Salto ins Wasser springt man stark nach oben und vorne ab, macht sich zu einem kleinen Paket und hält sich mittig an den Schienenbeinen fest. Gecheckt. So Leute, wir haben jetzt schon einige echt krasse Sprünge gesehen, aber ich sage euch, es geht noch weiter. Jetzt kommen nämlich die wahren Sprungkünstlerinnen und Künstler. Habt ihr eine Ahnung, wer das sein könnte? Ich zeig's euch.
Hallo und herzlich willkommen zum Sprungfest der Tiere. Tiere aus aller Welt haben sich an diesem wunderschönen Tag versammelt, um ihre Sprungkünste zu zeigen und gemeinsam einen sprungreichen Sporttag zu verbringen. Ich selbst, ein Feldhase, springe am allerliebsten über weite Felder und kann, wenn ich das so bescheiden sagen darf, bis zu 3 Meter weit und 2 Meter hoch springen. Ich habe hier mal ein kleines Video von meinen Verwandten mitgebracht. Und schaut mal, die Delfine, die extra übers Meer zu uns gekommen sind. Die Delfine können dank ihrer starken Schwanzflosse bis zu 7 Meter hoch in die Luft springen. Und das tun sie natürlich, um Luft zu holen, aber auch einfach, weil ihnen das Springen so viel Spaß macht. Und dass es Spaß macht, das sieht man ja wohl auf jeden Fall. Weitere Sprungbegeisterte, die heute hier dabei sind, die Wiesenschaumzikaden. Moment, Freunde, ich sehe euch nicht. Moment. Ja, da sind sie ja. Bis zu 70 cm können die Wiesenschaumzikaden in die Höhe springen und für ihre Körpergröße ist das wirklich krass. Denn damit springen sie das 200-fache ihrer eigenen Körpergröße. Nur mal zum Vergleich, würden Menschen so hoch springen, dann würden sie über ganze Hochhäuser drüber springen. Aber die Betonung liegt hier wirklich auf würden, denn noch sind wir Tiere die absoluten Champions im Springen. Applaus! Als letztes geht's für mich nach Neutraubling. Hier treffe ich Verena, Olivia, Julia und als vierte im Team Anna. Sie sind im TSV Wacker 50 Neutraubling und machen diese crazy Sportdisziplin hier. Double Dutch. Sie sind darin Europameisterin und fahren bald zur Weltmeisterschaft. Und mit ihnen kläre ich meine letzte Checker-Frage. Was ist Double Dutch? Wow! 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 Mega cool! Das war ja ultra cool! Danke! Das Danke. Macht sofort richtig Spaß beim Zugucken. Darf ich das vielleicht mal ausprobieren? Klar, ja. Einfach los. Ja. Gleich mit 2 Seilen. Genau, erstmal reingehen. Ach so, ja gut. Wieder wenn rein. Wenn bis 10, ready, set, go und dann Und wenn rein. Ich das ins Gesicht kriege, tut das dann weh? Nee. Zählst du für mich an? Ja. Ready, set, go und hoch. Ja. Ja. Oh, oh Gott! Gar nicht schlecht. Oh, okay, also das ist Double Dutch. Genau. Double Dutch ist eine Teildisziplin vom Rope Skipping, also vom professionellen Seilspringen, das man als Wettkampfsportart betreibt. Aha. Also Double heißt doppelt? Ja. Und Dutch Niederländer? Ja, genau richtig. Das hat die Bezeichnung, weil es aus den Niederlanden ursprünglich kommt, ist dann in die USA gebracht worden und da hat sich dann die Sportart erst entwickelt. Und dann kam eben das Double Dutch als Wettkampfdisziplin vom Rope Skipping zustande. Ah, und Rope Skipping, also Rope heißt Seil und Skipping, dass man es überspringt? Genau, richtig. Okay, cool. Dafür braucht es 2 Schwinger, ja, die 2 Seile in der Hand haben. Das ist das Besondere beim Double Dutch. 2 Personen schwingen 2 Seile gleichzeitig im selben Tempo in die entgegengesetzte Richtung. Ich probiere es direkt mal aus. Erst das eine, dann das andere und einen schönen hohen Bogen. Will mal jemand von euch springen? Ich bin gerade so drin. Yeah! Ja. Ist das cool? Yeah! Jetzt zeigen die 4 mir noch einen Sprung, bei dem sie das Seil 2-mal unter der Springerin herschwingen. Damit dafür genug Zeit ist, müssen wir schneller schwingen und Verena muss etwas höher springen. Und jetzt ich. Wenn du dann zum 2. Mal ready, set, go sagst, springe ich einfach höher. Ja. Okay. Ready, set, go. Mit Anna. Oh, jetzt wird's aber voll hier. Okay. Ja, perfekt. Ah, okay. Richtig. Hat super geklappt, oder? Ja, das war richtig gut. Das war richtig gut im Takt von uns beiden. Hammer. Also ich merke auf jeden Fall, man braucht Ausdauer, oder? Ja, es ist schon anstrengend, das stimmt. Und was gehört zum Double Dutch noch dazu? Ganz viel Koordination gehört dazu.
weil man muss zusammen im gleichen Rhythmus springen, der Takt muss stimmen und man darf auch nicht aus dem Gleichgewicht kommen. Ja, das stimmt. Heißt, man muss immer schauen, dass man schön in der Balance bleibt, damit man nicht hängen bleibt, weil das das Wichtigste ist, dass alle gleichzeitig zusammenspielen. Olivia zeigt mir jetzt, wie ein Push-Up funktioniert, also ein Liegestütz im Seil. Wir machen gemeinsam eine Hocke, gehen von der Hocke in die Liegestütz, aber dabei auch die Hände mit nach oben nehmen. Springen? Also, springen. Okay. Also ready, set, go. Liegestütz und wieder in die Hocke zurück. Okay. Und hoch und im Takt weiterspringen. Dann direkt weiter. Weil die Seile hören dann auch nicht auf. Nee, also immer weitermachen. Im Takt springen. Ready, set, go. Hocke, push up, Hocke und wieder hoch. Perfekt. Okay. Ja? Richtig gut. Was meinst du, willst du es im Seil probieren? Jetzt schon? Okay. Ja, dann. Auf geht's. Okay, dann starten wir. Ich zeig dir einmal, wie es ausschauen soll. Und danach darfst du. Bitte. Ja, yeah. Das war's. So lässig. Bei dir sieht es so einfach aus. Echt? Jetzt hast du das, kriegst du auch hin. Ja? Okay. Ready, set, go. Und rein. Ready, set, go. Ja! Hey! Ready, set, go. Okay. Mega. Einen kleinen Trick habe ich hinbekommen. Ich würde sagen, Checkerfrage beantwortet. Beim Double Dutch schwingen zwei Personen zwei Seile gegengleich. Andere turnen dazwischen akrobatische Figuren. Gecheckt. So Leute, die vier sagen, dass ich soweit bin und mit ihnen eine kleine Choreografie üben kann. Also einstudierte Sprünge in einer festen Reihenfolge. Aber sag mal, ihr seid ja Europameisterin und ihr fahrt zur Weltmeisterschaft, ne? Genau, ja. Wie macht ihr denn so eine Choreografie? Wie entsteht die? Ja, also entweder Double Dutch macht man zu dritt oder zu viert. Mhm. Am Wettkampf wird es nach Level, also Schwierigkeit und Kreativität bewertet. Also schwierige Sprünge müssen rein, es muss kreativ sein, Schwingertricks und dann kann gar nichts mehr schieflaufen. Und jetzt freue ich mich riesig, weil wir für unsere Choreografie richtig viel Verstärkung bekommen. Hallo! Hey! Na? Cool, dass ihr alle da seid. Hammer! Und ihr auch. Ihr seid richtig viele Leute. Das ist der Hammer. Habt ihr Lust auf unseren Auftritt? Ja! Cool. Okay, Leute. Wir bereiten jetzt unsere Choreografie vor. Und dafür müssen wir ein bisschen trainieren. Für euch gibt es so lange die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich wollte von euch wissen, wie hoch kann ein Delfin springen? A. Bis zu 4 Meter. B. Bis zu 7 Meter. Oder C. Bis zu 13 Meter. Na, habt ihr die Antwort in der Sendung entdeckt? Schaut mal. Die Delfine können dank ihrer starken Schwanzflosse bis zu 7 Meter hoch in die Luft springen. Richtig ist also Antwort B. Schaut mal, Leute, jetzt bin ich dran. Ja! Cool! Ja! Danke euch! Hammer! Ey, es hat so gut geklappt. Sah es gut aus? Ja? Oh, und weil es so gut geklappt hat, machen wir das jetzt direkt nochmal. Und ihr macht's mal gut. Bis zum nächsten Mal. Okay. Versteht uns auch gern auf Wolken.